jeder Bauer hat irgendwo so ein Fleckerl, was nicht angeht. Und wenn man das ein bisschen mit Fosco Arbeit ein paar Maßnahmen trifft, kann man verdammt viel machen. Und wenn das Netz dann von so kleinen Habitaten immer enger wird, dann ist das ein großes Gesamtes, was extrem viel bewirken kann. Was bauen wir heute? Heute bauen wir, weil es ein Workshop ist, quasi das Luxushotel. So ein Luxushotel, was wir für die Eidechsen jetzt da bauen, muss nicht unbedingt sein, aber wenn man schon Workshop macht, dann bauen wir es gescheit. Also, jetzt werden wir anpacken. Kannst zum Baggern anfangen. Wir werden als erstes in Humus anziehen an der Stelle. Hat einmal den Vorteil, dass nicht gleich wieder das Gras durchschlägt und dass unser Haufen, den wir haben, auch lang so ist, wie wir ihn gebaut haben. Dann kommt der Sand rein. Und auf den Sand drauf bauen wir dann die Strukturen. Also voll super sind Baumstümpfe, Altholz. Ja, wenn das nicht lässig ist, also besser geht's nicht. Ja, voll. Es ist so schön zum Anschauen, dass die Bauern bei unseren Workshops mitmachen und Kleinhabitate selber gestalten wollen. Da gibt es auch Beratung, gibt es Projekte, Versammlungen, kann man sich informieren und mit wenig Aufwand kann man sehr viel dazu beitragen. Genau, also diese Baumstümpfe aufschlichten, dass der Sand bedeckt ist. Da gehören alle jetzt komplett weg, dass das morgens noch rein kann, soweit es aufkommt. Bei unseren Vielfaltswerkstätten, die wir in den nächsten zwei Jahren in ganz Österreich durchführen, da wird gewerkelt, da wird geschnitten, da wird gebaut für die Vielfalt. Wir werden Blühstreifen machen, Hecken anlegen, abgestufter Waldrand, uns anschauen, was in der Kuhflade kreucht und fleucht. Dann geäst, wie wir es eh schon mal gesehen haben. Das ist ein bisschen reinfallen in die Hohlräume. Also wenn wir es aufschmeißen, ja so, ja. Die Ast hinschlichten und dann kleinzwick die grüne Ast drüber schmeißen und dann Steine schlichten, dass es ein wenig cool ausschaut. Im Osten und im Süden. Ja genau, einfach schlichten, dass es ein wenig ästhetisch ausschaut. Hier schaut es gut aus. Mhm. Ja, da ich liebe Steine. Solche Reptilienhaufen, wie wir da sehen, die sind ganz tolle Lebensräume. Das zum Beispiel sind sehr gute Sonnenplätze, die erwärmen sich schnell und in diesen Lückenräumen, da können die Reptilien total schnell flüchten, wenn ein Fressfeind wie zum Beispiel Hauskatzen kommen. Wie schnell das besiedelt wird, wissen wir nicht, aber unser Luxushotel wird so lange halten, dass es mit Sicherheit irgendwann ist.